Konnichiwa war zu einer neuen Folge Secret of Mana zurück im Mana-Tempel. Wir haben in der letzten Folge die Höllenmaschine zum Ende besiegt und erreichen jetzt Stufe 47. Wir haben den Weg uns durchgekämpft durch den Untergrund und können jetzt zum Mana-Tempel vordringen. Hoffentlich. Ach, die mit ihrer scheiß Kontermagie immer. Jetzt spielt gerade mein Controller mal das erste Mal wieder. So, wir gehen ja jetzt einfach mal schnell hoch. Ihr habt da keine Lust drauf, mit diesen dummen Viechern hier anzulegen. Na, dann gehen wir rein. In den großen Tempel. Aber da waren wir doch. Wir sind doch extra da durchgegangen, oder nicht? Sind wir deswegen nicht da unten extra lang gegangen? Hau ab! Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir sind doch extra hier unten lang gegangen deswegen. Komisch. Echt komisch. Wo müssen wir jetzt hier hin? Da. Da ist ein Reingang. Und es geht schon wieder los. Verfehlen. Hüllen und kritisch verfehlt. So, jetzt haben wir ihn. Aber immer noch nicht vernichtet hier. Meine Güte. Ja, uns verfehlen die seltsamerweise ganz, ganz selten mal, ne? Ja, das merke ich mir. So, wir gucken. Was ist das denn hier für ein? Boah! Ein Rennauto hier. Oh, entschuldige. Entschuldigung. Jetzt haben wir ihn endlich. Ein Raser. Da fehlen halt. Ist echt nervig zwischendurch. So, da könnten wir hoch. Ach komm, die lassen wir jetzt einmal links liegen hier. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich glaube, wir gehen erstmal hier unten lang. Was ist das denn? Elementarschwert. Ich glaube, ich muss hier weg. Ich bin prim gleich tot. Die nerven alle.
So, wir gehen da jetzt einfach mal weiter. Meine Güte, die Serie müssten noch mal hier vernichtet werden. Endlich. Endlich. Warum ist das klar, dass ich, wenn ich da mal zuschlagen will, alle verfehle? Boah, meine Güte, das Buch muss doch irgendwann mal endlich. Boah. So, jetzt gucken wir uns den Orb einmal an. Den müssen wir analysieren. Welche Magie denn da hilft? Ich habe da eben mal so rein zufällig nur. Weil ich einfach auf alle, die einen Erdrutsch machen wollte, draufgehalten. Von Undine. Okay. Undine. Undine. Machen wir mal den Frost drauf. Das war er. Du hörst ein Geräusch in der Ferne. Okay, dann gehen wir weiter. Regen uns über die nächsten Gegner auf. Schon wieder so mein Auto. Das wird auch links liegen. Hey. Schon wieder diese Spacken hier. Was können wir denn gegen die machen? Was ist denn da an Zauber effektiv? Aber was da jetzt effektiv gegen war, das haben sie jetzt nicht gesagt. Ring der Abschwächung. Ich will auch nur wissen, was da jetzt effektiv gegen ist. Mehr will ich doch erstmal ja nicht wissen. Anfällig gegen die Kraft des Lichts. Okay. Des Lichts. Des Lichts. So, ja, einfach mal auf alle. Also dafür, dass die Bibel da so angeblich schwach gegen ist. Achso, okay. So, was? Ja, falsche. Muss ja mit ihr das machen. Sie hat den Analysezauber. Detektor. Des Gnoms. Okay. Probieren wir gleich die Schlammbombe aus. Das war's.
hörst ein Geräusch in der Ferne. Können wir hier weitergehen? Nee. Okay, wir müssen hier wieder zurück. Dann müssen wir nach oben. Wir ignorieren die hier einfach alle. Wollen ja ein bisschen vorankommen und nicht dumm und dusselig kämpfen hier. Ah, hier brauchen wir einmal die Peitsche. Peitsche. Okay. Da kommen wir erstmal nicht rüber. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir erstmal hier hin? Denke. Ah, dasselbe Spielchen hier wieder. Machen wir mal was? So. So, das Buch ist schon mal fertig. Jetzt haben wir nur die beiden Säbel hier. So, jetzt können wir hier in ganzen Ruhe uns um die in den Orb da kümmern. Ich bin wieder bei der falschen Sicht gerade. Und Analyse! Was ist denn da hilfreich? Von Jin. Okay. Jin. Wer war? Ach, Jin. Okay. Machen wir mal den Windstoß. Perfekt. Du hörst ein Geräusch in der Ferne. Okay, und weiter geht's. Dann müssen wir ja jetzt hier lang. So. Also schon diese Dinger. Ignorieren bitte. Wir gehen einfach hier weiter. Zack. Oh, wir müssen mal unserer guten Prim eine Walnuss geben. Und da ist mal wieder die gute alte Teufelsbibel. Da machen wir mal so mit reinem Licht fertig. Weil auch mit irgendwas gezaubert ist. So. Dann können wir jetzt nämlich ganz gemütlich den Analysezauber drauf machen. Salamander. Okay. Sind wir denn da? Nehmen wir mal einfach den guten alten Feuerball. Yes!
hörst ein Geräusch in der Ferne. Man sieht es aber auch eigentlich auch schon, was man hier nehmen muss. Alleine an dem Untergrund, dass es hier rot ist, hätte man ja schon auch drauf, so drauf kommen können. Und damit geht's mit dem Geräusch in der Ferne weiter. Die ignorieren wir einfach, habe ich keine Lust drauf, mich jetzt mit denen anzulegen. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir können jetzt hier unten lang gehen. Gucken wir mal. Hier ist aber nichts. Dann nehmen wir mal den Weg hier. Na komm schon, Schwerter. Stirb! Man könnte ja die Waffen ja auch mal aufladen. Man lädt man immer so lange auf und dann verfehlt man die. Na, jetzt haben wir schon Stufe 48 erreicht, okay. Und nochmal das reine Licht, bitte. Prim hat Stufe 48 erreicht. Popo hat Stufe 48 erreicht. Sehr schön. So, was könnte es denn hier sein? Gute Frage. Ich denke, es ist Nocturns Magie. Ich will zum Gym. So. Es sieht hier ganz nach Nocturn aus. Ja, wie heißt das hier nochmal? Umbra, genau. Gut geraten. Oder was heißt geraten? So, was haben wir denn? Tor der Finsternis. Magieband. Dunkle Macht. Das war's. Du hörst ein Geräusch in der Ferne. Das war jetzt schon der 5. Orb, den wir gebrochen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es 6. Aber wir ignorieren die jetzt hier einfach mal. Oh, das Schwert war behalten. Sehr schön. Wo kam der denn jetzt auf einmal her, das Schwert? So, wir gehen jetzt hier rein. Sind schon mal erledigt. So. Das gute alte Buch. Ich habe jetzt einfach mal geraten schon mal, dass es das Lichtraum ist. Das war jetzt am naheliegendsten. Trotzdem machen wir den hier nochmal fertig. Wo kam der denn jetzt noch her? Im letzten Moment noch rausgezaubert hier. Magische Walnuss erhalten, das ist gut. So, jetzt haben wir 6 Orbs gebrochen, glaube ich. Was haben wir hier noch drin? Achso, da kommen wir dann. Okay. Oder müssen wir da jetzt lang? Können wir da jetzt lang? Das ist eine gute Frage. Gucken wir hier rein. Hier ist nichts. Hey.
Frage wäre, ist denn hier was dazugekommen? Auch nicht, okay. Wo müssen wir jetzt lang? Wir können ja da lang nochmal gehen und gucken. Hier ist aber auch nichts, okay. Wir haben. Ja, dann müssen wir ja. Gibt es ja eigentlich viele Wege, die wir gehen können. Dann müssen wir ja hier hoch. Kaum raus und schon steht man in Flammen hier. Yes. Ah, jetzt sind wir hier. Können wir hier runter? Nee, schade. Müssen wir den Weg wieder zurücklaufen. Wenn wir den Hebel betätigt haben. Können wir jetzt hier weitere gehen. So. Ist hier irgendwas noch? Haben die sich Verstärkung gerufen hier? Bin ich auch noch träge? Ach, das ist mir jetzt so doof hier. Gehen wir einfach weiter. Wo sind wir denn jetzt? Schon wieder der Rennfahrer hier. Die Mädchen müssen sich ja mit allem anlegen, ne? Die Runde war sonst. Da gehe ich jetzt einfach mal. Ich fliege jetzt hier einfach mal so durch. Aber ein Schalter haben wir betätigt. Da ist noch ein Schalter. Boah, so viele Schalter hier. Ja, ist ja gut hier. Ich brenne. Ich weiß, meine Güte. Hallo. Gerade. So, da kann man. Okay. Boah, dreimal in Folge verwählt. Wenigstens ein bisschen mal was abziehen. Wäre schon mal hilfreich. Das ist richtig nervig und hält einfach auf. So, wie geht's denn jetzt hier? Da lädst du voll auf und triffst den nicht. Das ist doch echt. Das finde ich eine blöde Lösung, diesen. Wenn man schlägt, soll man auch treffen. So. Der lebt immer noch. Jetzt. Das Schwert kann mir gestohlen bleiben.
geht's denn hier weiter? Da, da müssen wir mit der Peitsche. Okay. Peitschen-Action hier. Da wären wir sicherlich auch irgendwie durchgekommen, aber wir gehen jetzt mal hier ran. So, also die Schwerter wieder platt machen. Zack. So, und dann haben wir hier wieder das gute alte Elementarbuch, oder wie es heißt. Die Teufelsliebe, so. Müssen wir mal gucken, auf was das reagiert. Ich hätte jetzt hier gerade im Moment keine Ahnung. Selene, okay. Selene, das war sie, ne? Genau, die haben wir beide. Formwandel, Mondmagie. So, geht das? Das war richtig, okay. Wir haben wieder ein Geräusch in der Ferne. Wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann.